Heute Tobias Weisshammel bei uns im Interview. Am Ende ein souveräner 3:0-Sieg, aber die erste halbe Stunde habt ihr euch doch relativ schwer getan auf dem schwer bespielbaren Platz. Mio hätte schon zwei Dinger machen können, aber am Ende doch souverän rübergebracht, das Spiel. Ja, also ich meine, heute war ja auch keine Laufkundschaft hier, ne? Wir sind Tabellenvierter. Ich habe jetzt heute erst gehört, dass sie im kompletten gesamten Jahr 2019, glaube ich, genauso viele Punkte geholt haben wie wir. Also deswegen, wir wussten schon, dass es ein hartes Stück Arbeit wird gegen Ravensburg. Und ja, das war dann auch in den ersten Minuten so, ein offener Schlagabtausch vielleicht, würde ich sagen, mit besseren Chancen für uns. Da kann er mir schon wirklich nach 10 oder 15 Minuten kann es 2:0 stehen. Machen wir nicht, aber deswegen haben wir einfach weitergemacht. Heute wirklich, muss ich sagen, von der ersten bis zur letzten Minute waren wir eigentlich, muss ich schon sagen, die bessere Mannschaft. Deswegen ist auch das 3:0 verdient und von daher sind wir mit dem Abschluss mehr als zufrieden. Als Spitzenreiter jetzt in die Winterpause, da der VfB nicht gespielt hat, wie fühlt sich das an oder bedeutet es euch nichts und ihr sagt, am Ende der Runde ist wichtig? Ja, also natürlich schon eine schöne Momentaufnahme. Jetzt kann man ein paar Monate schön auf die Tabelle gucken und wir stehen oben. Also das ist natürlich, das nehmen wir schon gerne mit. Es ist aber auch trotzdem so, dass es noch, glaube ich, 15 Spiele noch sind und wir müssen jetzt in der Winterpause einfach gut regenerieren, gut arbeiten dann, wenn es wieder losgeht mit dem Training und dann im ersten Spiel gegen Bissingen kommt ja schon ein nächster guter Gegner hierher. Und dann gilt es dann halt wieder da weiterzumachen, wo wir jetzt heute aufgehört haben. Mein Kollege, der Carsten, hat dir vor dem Spiel gesagt, du machst heute ein Tor. Jetzt hat dir das Mio weggenommen. Bist du sauer mit ihm oder ist es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? Naja, was heißt sauer? Ich glaube, bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob der reingegangen wäre, wenn der Mio nicht seinen Fuß dahin gehalten hätte. Aber wäre er reingegangen, wäre es natürlich bodenlos gewesen von Mio. Nein, ich bin froh, dass wir so einen Stürmer haben, der genau da steht, wo er stehen muss. Hat man wieder gesehen heute, dass er in der Situation halt einen Schritt schneller war als der Abwehrspieler und das Ding dann halt da reinmacht. Und deswegen ist es eigentlich komplett egal, wer da das Tor gemacht hat. Und wenn der Mio am Ende, keine Ahnung, so viele Tore hat, nehmen wir gerne mit, weil das sind dann wahrscheinlich die entscheidenden Tore für einen Aufstieg. Möchtest du noch einen kleinen Weihnachtsgruß an unsere Fans senden? Ja, also heute wieder ganz tolle Stimmung gewesen. Ich wünsche allen Blauen ein schönes Weihnachtsfest, ein besinnliches Fest mit der Familie, mit den Lieben. Ganz liebe Grüße von mir und kommt dann wieder mit guter Laune zurück zum Kickers. Vielen Dank, auch schöne Weihnachten und auf die Blaue. Tobias, mega cool, 3:0 Heimsieg im Spitzenspiel gegen den FV Ravensburg. Ja, die Tabellenkonstellation hat uns auch noch ein bisschen die Karten gespielt. Wir gehen mutmaßlich als Spitzenreiter in die Winterpause. Wie fühlt es sich an? Ja, überragend. Und ich würde auch sagen, nicht nur mutmaßlich. Wir gehen definitiv als Spitzenreiter in die Winterpause, weil wir stehen ganz oben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt müssen die anderen erstmal nachziehen. Ich denke, das ist auf jeden Fall unangenehmer. Und ansonsten ist einfach überragend, dass heute wirklich alles geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben gesagt, wir jagen die, wir spielen uns Chancen raus. Es hat alles von der ersten Minute an geklappt. Jeder wollte nochmal alles raushauen für die Fans, für den Verein, für die Mannschaft an sich, dass man einfach mit einem geilen Gefühl in die Winterpause gehen kann. Und jetzt hier danach dazustehen gegen so einen Tabellennachbar, 3:0 dahin zu gewinnen, ist einfach ein geiles Gefühl. Ja, wir haben es, glaube ich, schon in Ravensburg gehabt. In Ravensburg kann alles passieren. Im Sommer kann es da schneien. Heute auch, ja, glitschig, rutschig. Für dich als Torwart natürlich besonders schwierig. Wie gehst du damit um? Ja, tatsächlich war heute wirklich deutlich schmieriger als erwartet. Ich hatte ja einen kleinen Wackler in der zweiten Halbzeit mit der Sonne. Da musste ich ehrlich gesagt komplett raten, wo der Ball ist. Aber mein Vater hat mal zu mir gesagt, wenn ich ihn nicht sehe, dann soll ich dahin greifen, wo ich nichts sehe, weil wo ich was sehe, wenn der Ball da nicht ist. Und so habe ich das gemacht. Und ansonsten ist mir eigentlich egal, bei welchem Wetter wir spielen. Ich denke, wir sind eine Mannschaft, wir haben so viel Qualität, dass sowas wie Wetter, Platz oder andere Konstellationen wie Sonne dürfen uns gar nichts ausmachen mit der Qualität, die wir im Kader haben. Ja, du hast deinen Vater gerade angesprochen, der war heute auf der Tribüne, hat er zugeguckt, kriegst du von ihm viele Tipps oder ist es eher schwierig, ja doch einen bekannten Vater zu haben, der auf der falschen Seite des Neckars halt einfach gekickt hat?
Ja, also heute hat er von meiner Mutter und meiner Freundin tatsächlich den Befehl gekriegt, als Vater ins Stadion zu gehen und nicht als Trainer. Einfach damit er sich auch mal jetzt entspannen kann in seinem Urlaub. Und jetzt bin ich mal gespannt, was heute für Tipps kommen oder ob er doch wieder eher in die Trainerschiene reinschwenkt. Aber macht immer großen Spaß, mich mit ihm zu unterhalten. Ich denke auch, das muss man ja auch sagen, das ist auf jeden Fall nicht nur ein Fluch, sondern auch ein Riesensegen, solche Tipps überhaupt bekommen zu dürfen. Und da bin ich einfach überglücklich über jedes Spiel, das er sehen kann, weil das halt lange Zeit in Norwegen nicht so war. Freue ich mich immer, wenn Familie oder Freunde mir wieder beim Fußballspielen zugucken können. Ja, apropos zugucken, viele, viele Fans waren dieses Jahr wieder da, also war wirklich toll, der Zuschauerzuspruch von uns und deswegen von euch auch, ja, aus meiner Sicht, klasse Plakat. Schönes Weihnachtslied, was ihr gesungen habt. Hat Spaß gemacht, so eine Aktion? Ja, definitiv. Ich denke, wenn man genau hinhört, sitzt vielleicht nicht genau jeder Ton. Aber ich denke, so für gute Laune, für Stimmung war das genau das Richtige. Das können jetzt die Fans ein paar Mal anklicken auf YouTube oder so und werden sicherlich auch den einen oder anderen beim Quersingen auslachen. Aber das ist okay, das gehört dazu. Und die Fans feiern uns, wir feiern die Fans. Das ist das Geilste hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste vom FV Ravensburg. Wie immer gilt zunächst unser großes Dankeschön, 2450 heute zahlenden Zuschauern. Die heutige Partie endete mit 3:0, dank Toren von zweimal Mio Tunic und einmal Kille Sanchez. Für Sie heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer, zu meiner Rechten der Gästetrainer Steffen Wohlfahrt. Wie Ihnen bekannt an der Stelle, zu meiner Linken, Kickers-Cheftrainer Ramon Germann. Lieber Steffen, die ersten Worte gelten dir. Wie hast du die heutige Partie gesehen? Ja, hallo erstmal an alle. Die Partie ist, glaube ich, ziemlich schnell zusammengefasst. Die bessere Mannschaft hat 3:0 gewonnen. Und es war, denke ich mal, von uns bis auf die Anfangsphase, wo wir eine Chance hatten, nach einer Großchance für die Kickers, hatten wir eine richtig gute. Da haben wir auch eine kurze Phase gehabt, wo es vielleicht hätte auch mal in Führung oder wie wir hätten in Führung gehen können. Aber alles in allem war es heute einfach so, dass wir über die 90 Minuten es dann nicht hinbekommen haben, das Spiel jetzt in unsere Richtung zu lenken. Und deswegen haben wir verdient verloren heute. Ramon, dir Gratulation zur Tabellenführung. Auch wenn es mit einem Spiel mehr ist wie der Nachbar. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn man als Tabellenführer in die Winterpause geht. Hätte ich auch gern gehabt, aber ja. Wir waren es mal nur einen Spieltag kurz. Deswegen hoffen wir, dass ihr es länger bleibt und wir es dann am Ende sind. Und ja, deswegen ist es für mich ist es das Spiel heute nebensächlich. Ich habe gerade eben der Mannschaft in der Kabine gesagt, ich bin brutal stolz auf sie, was sie dieses Jahr geleistet haben. Ich bin keiner, der jetzt jammert, aber wir haben heute einen Neunsitzer mit verletzten Spielern gehabt, die hierher gefahren sind. Es sind mehr wie 2000 Spiele, Oberligaspielerfahrung. Und mit der jungen Truppe Manu Geiselhardt habe ich vorher zum Spaß gesagt, das erste Mal vor mehr als 10 Zuschauern gespielt. Das ist dann einfach toll, was wir geleistet haben dieses Jahr. Und dass wir in dem Fall auch nicht konkurrenzfähig sind mit den Stuttgarter Kickers, das ist uns bewusst. Trotzdem sind wir froh, dass wir in der Tabelle oben den einen oder anderen ärgern können und dass auch in so einem Spiel der große Gegner Respekt vor uns hat, dass wir uns das erarbeitet haben. Und ja, in dem Sinn wünsche ich allen, die hier sind, allen, die heute im Stadion waren, allen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal, hoffentlich nicht in der Oberliga, wobei es ja nicht unser Ziel ist, aber wenn wir euch nochmal sehen wollen, müssen wir wahrscheinlich aufsteigen. Danke. Dein Applaus, Steffen, und danke für die Einschätzung zum Spiel. Du hast gerade die Statistiken ein bisschen bemüht. Bei uns ist es so, mit einem Sieg in die Mitgliederversammlung gegangen, heute mit einem Sieg in die Weihnachtspause. Ramon, vielleicht nochmal deine Einschätzung an der Stelle zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich kann mich gleich anschließen. Wir haben ein Training gemacht mit behinderten Menschen bei uns und seit diesem Training haben wir kein Spiel mehr verloren. Also
wenn wir mal wieder verlieren, dann müssen wir wieder so eine Einheit machen. Das will ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil diejenigen, die es betrifft, die werden schon wissen, wen ich meine. Steffen, danke für deine Glückwünsche. Ich habe meine Mannschaft heute sehr, sehr gut und sehr, sehr willig gesehen. Wir hatten aber einen wahnsinnigen Start. Ich glaube, Chancenverhältnis 4-2 für uns. Da können wir auch 1-0 in Rückstand geraten. Ich dachte, das Ding geht wieder 4-4 aus, wie schon mal hier. Und ansonsten kann ich meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, was sie während der ganzen Saison, aber speziell auch heute geleistet hat. Wir haben alles ganz gut wegverteidigt, wir waren bei Standards stabil. Wir haben nach vorne sehr, sehr gut immer die tiefen Bälle gefunden. Und vorne hat man Mio, wo ich in der ersten Halbzeit so das Gefühl hatte, will er heute nicht. Und dann hat er mich eines Besseren belehrt und hat dann eben zweimal getroffen. Also Kompliment natürlich auch an ihn und an Chris, wie sie das interpretieren, ihre Rollen. Also ist eigentlich alles perfekt heute gelaufen für uns und wir haben ja nachher Weihnachtsfeier. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man so ein Spiel gewinnt, wenn man danach eben in die Weihnachtsfeier geht. Ich habe heute vor dem Spiel auf die Tabellen geschaut, auf die unterschiedlichen Tabellen. Und da habe ich gesehen, Ravensburg und Kickers mit 62 Punkten in der Jahresoberliga-Tabelle ganz vorne. Also auch dir, Steffen, Kompliment für das Kalenderjahr 2019. Ihr habt wahnsinnig viele Punkte geholt, 62, wir haben 65 jetzt geholt. Und ich hatte ein doppeltes Déjà-vu, weil am ersten Spieltag haben wir 3-0 gegen Ravensburg gewonnen und waren Tabellenführer. Letztes Jahr, letztes Spiel vor der Winterpause, war ich mit Freiberg in Ravensburg, habe 3-1 gewonnen und war Tabellenführer. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal mit der Tabellenführung besser umgehen, als es mir mit Freiberg gelungen ist. Auch ich wünsche zunächst mal natürlich unseren Gästen und Steffen alles Gute, eine schöne Adventszeit und allen Anwesenden auch. Ich glaube, dass wir und die Mannschaft jetzt mal eine Pause verdient haben und möchte mich natürlich bei allen Offiziellen, bei allen Mitarbeitern und speziell auch bei unseren Fans, die heute wieder grandios waren, für die Unterstützung bedanken. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann daran anknüpfen können an dem Spiel und am Ende unser Ziel erreichen. Danke und auf die Blaue. Es ist auch selten in der Pressekonferenz Applaus, aber der gilt hier, lieber Ramon. War schon sowas Ähnliches wie ein Schlusswort von dir, aber gibt es vielleicht trotzdem von Ihrer Seite Fragen an die beiden Trainer? Ja, Frage an Ramon. Nach dem Spiel in Villingen war der 7 Punkte hinter der Tabellenspitze. Was war denn danach entscheidend, dass er wieder die Kurve gekratzt hat, außer dem Training mit den behinderten Menschen? War es vielleicht auch der Weckruf vom sportlichen Leiter? Was war entscheidend? Ja, das stand ja bei dir in der Zeitung, dass der Weckruf des sportlichen Leiters entscheidend war, dass wir ruhig weitergearbeitet haben, dass wir daran geglaubt haben, an das, was uns stark gemacht hat, dass wir einfach gesagt haben, okay, die Ergebnisse sind jetzt schwächer oder schlechter, aber die Mannschaft hat einfach weitergemacht, weitergearbeitet. Ich kann mich an ein Interview erinnern von Michael Klaus nach dem Villingen-Spiel, also direkt im Anschluss an dieses Spiel, wo er sich sinngemäß so geäußert hat, dass wir eine sehr, sehr geile Truppe sind, dass wir alle gut arbeiten und dass er sich sicher ist, dass wir eine Serie spielen und zurückkommen. Und das hat sich bewahrheitet. Also wenn ihr Tipps wollt, wie irgendwelche Fußballspiele ausgehen, dann einfach an Michael Klaus fragen, der kann euch vielleicht weiterhelfen. Weil er hat da einen sehr, sehr guten Riecher gehabt. Das ist ja nicht da, aber der Henrich hat glaube ich eine weitere Frage im Raum. Frag doch nochmal dich, war das heute mit das Beste oder vielleicht das beste Saisonspiel? Also in Anbetracht der Platzverhältnisse war es sicherlich unter den Top 3 und der Qualität des Gegners natürlich, weil Ravensburg ist, ich meine, die sind Vierter, die waren einen Punkt hinter uns vor diesem Spiel. Wir haben, sagen wir mal, bis auf die ersten zwei Saisonspiele, glaube ich, die können wir ein bisschen ausklammern, aber ansonsten haben sie eine wahnsinnig gute Rückrunde gespielt. Also es war sicherlich eines der besten Spiele meiner Mannschaft. Der Lauf von 7 Spielen, kommt die Winterpause nicht zur Unzeit dann für dich?
Ja, ich hab der Mannschaft direkt vor dem Spiel gesagt, dass es mir so Spaß macht, mit ihr zu arbeiten, dass ich eigentlich 5 Wochen schon sehr, sehr lang finde. Aber ich glaube, dass ich der Einzige bin, der so empfindet. Und meine Familie empfindet auch nicht so. Gut, es scheint keine weiteren Fragen an der Stelle zu geben. Ramon hat schon ein bisschen im Namen des Vereins sich bedankt beim Ehrenamt, bei den Mitgliedern, bei den Fans. Da will ich mich natürlich nochmal anschließen. Allen Gedenken, die das möglich machen, was wir hier Woche für Woche an die Startlinie bringen. Ganz, ganz großes herzliches Dankeschön an der Stelle. Den Gästen eine gute Nachhausefahrt. Allen Blauen einen schönen zweiten Adventmorgen. Gutes, frohes Weihnachtsfest. Und wie immer gilt an der Stelle auf die Blaue. Danke. Auf die Blaue.